Nachdem das Team Wallraff bereits im Herbst 2022 auf heftige Hygienemissstände in Burger King-Filialen aufmerksam machte, sorgten die Journalisten nun mit neuen schockierenden Enthüllungen für Entsetzen bei den ZuschauerInnen. In einer neuen Episode von Team Wallraff jetzt erst recht wurde gezeigt, dass Hygieneregeln nicht eingehalten wurden und Lebensmittel, deren Haltezeiten eigentlich abgelaufen sind, mit einem neuen Etikett und einem jüngeren Datum versehen wurden. Noch vor Ausstrahlung der Sendung reagierte Burger King mit der Veröffentlichung eines Werbeclips, in dem eine fiktive Angestellte in einer Filiale eine versteckte Kamera findet. Du bist vom Team Wallraff. Ich darf doch du sagen, du warst ja schon mal hier. Was ist diesmal, Sommerloch? Fragt die Angestellte ironisch. Die fiktive Mitarbeiterin betont, dass auch in großen Unternehmen Fehler passieren, sie aber kritikfähig sind und an sich arbeiten. RTL zeigte den Clip jedoch nicht abends als Werbeblock bei der Ausstrahlung der Sendung, sondern deutlich früher am Mittag. Der Grund? RTL wolle redaktionelle Inhalte strikt von Werbung trennen, wie das Medienmagazin DWDL berichtet.